Das wollte ich als Kind werden. Als Kind wollte ich Zirkusdirektor werden, war begeistert und fasziniert. Immer wenn ein Zirkus in die Stadt kam, hatte auch einen großen Playmobil-Zirkus. Und ja, wollte einen eigenen Zirkus haben. Dazu ist es dann nicht gekommen, aber im Medienzirkus bin ich ja jetzt trotzdem gelandet. Der beste Rat meiner Mutter. Manchmal muss man dich zu Dingen zwingen und oft hatte sie recht. Ich habe unterschätzte Talente als... Ich bin ganz gut darin, Dinge zu organisieren. Bei Reisen oder Ausflügen bin ich immer der, der alles vorab geplant hat und auch immer alles dabei hat. Und ich glaube, das kann ich ganz gut. Meine heimliche Schwäche. Bunte Socken. Ich habe 2 große Kisten voll mit bunten Socken in allen Farben und Mustern und Motiven. Viel mehr, als ich jemals anziehen könnte. Und wenn ich dann tolle neue Motive finde, kaufe ich tatsächlich auch immer wieder neue, obwohl ich sie eigentlich gar nicht bräuchte. Mein Vorbild. Ein direktes Vorbild habe ich nicht, aber was mich im Journalismus fasziniert, sind Leute, die aus vielen Stimmen, Eindrücken, Erlebnissen große Reportagen schreiben können. Also sei es so die Seite 3 in der Süddeutschen oder der 12-Seiten-Artikel im Spiegel, weil ich bin dann doch eher aufs Kurze getrimmt bei Turi 2. Mit diesem Spruch würde ich für mich werben. Stille Wasser sind nicht zu unterschätzen. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören. Ich hoffe, dass ich dann gar nichts mehr höre.